Also was lernen wir daraus? Als Smerli spammen, nicht den Smerli in die Reserve, sondern einfach normal über den Workshop bauen. Gute Nacht! Huh! This opened them down. Aber es ist mir echt zu langsam. Ich hasse. Na, Mörser ist mir zu langsam. Wir spielen so. Gerade noch gesagt mit Polaria mit Abstand am Boah, Gunship und Gunny, das wird wild. Command established. What is it? Fine. Yeah? More sandbags to fill? Engineers do it better. The more, the better. Oh na, das wird der Ölpumpen-Bug auf der Karte. Auf der Seite Tracks war es zum Beispiel nicht so, da habe ich das übersehen. Aber hier haben wir wieder einen Ölpumpen-Bug. Belastende Situation. Da drüben brauchen wir unsere Engines wegen dem Tanzflammenwerfer. Ich weiß es nicht. What's the plan then? What is it? New orders for us? We can be- you name it, look sharp we'll now. AHFHSDF, yes. Ah ja. Perfekt. Da können wir dann richtig Druck machen mit unseren Grenadiers. Okay, er hat hier auch so das Ganze gemacht. I see. Was haben wir gesagt? Wir machen Workshop. Wie Schmerli Attack, yes. Da müssen wir eigentlich sowieso nur mehr einen Engine-Trupp bauen, egal was passiert. Sehr gut. Hier ist der Druck hoch. Ah ja, hier haben wir es ja schon. Hier gleich drauf schießen, dann haben wir einen leichten Vorteil. Und dann können wir uns hoffentlich hier die Flammenwerfer sichern. Es waren, glaube ich, Flammenwerfer. Da fehl ich irre. Ah, da ziehen wir einfach schon wieder das Spiel auf, als gäbe es kein Morgen. Zack, 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 haben wir schon ein bisschen Schaden gemacht. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass es Drops Zonus Modus ist. Dann nützen wir einfach ganz dreist die Polania Range aus. Ah, wir spielen hier ein 6 und ich bin ja blöd. Es gibt halt hier auch überhaupt keine Defense. So. Aber gut, wir sammeln dann hier dabei weiter fröhlich die Sachen ein. Oh, bauen hier unseren Workshop. Aber wir kriegen einfach die Flammenwerfer nicht durchgebacken, oder wie? Ah, wir haben uns Zeit gekauft. Nicht nachlaufen, jetzt seid ihr zu nah dran, ihr Dürfmänners. Aber gut, dann können wir die Verstärkung von hinten. Aber also das macht einen irre. Ich muss immer wieder sagen. So, was haben wir jetzt hier ausgebaut? Ölpumpe habe ich schon ausgebaut. Ah, ich bin so schlau und so gut einfach. Das ist abnormal. Dann können wir jetzt hoffentlich auch mit unserer Reserve anfordern. Sollen wir uns die Ding holen, die Feldkanone? Eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn, unsere Feldkanone zu holen. Nee. Wichtig. Oh. Was hat der schon? Veteran C-Rank. Das ist so frech. Bis ich jetzt da ankomme, ist das wahrscheinlich. Habe ich die Nate gefressen? Yes, habe ich. So, jetzt hat er Retreat gedrückt. Es war in diesem Fall ein Fehler, weil er muss den kompletten Weg durch meine Polania Range loslaufen. Aber die sind anscheinend auch zu doof, um Leute zu töten. Von dem her hauen wir ab. So, wie viel brauchen wir noch? 400 Eisen für die Anna. Aber gut, wir haben zwei Sachen schon ausgebaut, ihr nicht. Wir sind gut im Game. Hier holen wir uns mal den Drop, dass wir das auch mitnehmen. Okay, vielleicht können wir so rechtzeitig die Flammis einsammeln. Er heizt da jetzt schon wieder komplett drauf, aber wir haben ja gleich Unterstützung. Er hat heute mal die Feldkanone nach vorne, es schadet ja nicht. Reserve anfordern. Nein, es war schon wieder dumm gespielt. Ich hätte. Smerli ist eine Reserve 2.
Es war einfach schon wieder komplett blöd gemacht von mir. Schon wieder ohne Hirn. Boah, er macht's gut, er geht in den Nahkampf und so. Gefällt mir. Ja, wieso macht dieses doch Kaka? Okay, der ist gut. Aber hier war er dann. Da kommt wieder meine Multitasking-Skill durch, die halt einfach übertrieben stark ist. Und ich komme davon. Jawohl. Ah, ich war so. Ich bin so blöd. Jetzt muss ich meinen Smelly-Spam mit anders spielen. Ich hätte ihn nicht in Reserve packen dürfen. Also, was lernen wir daraus? Bei Smelly Spam nicht den Smelly in die Reserve, sondern einfach normal über den Workshop bauen. Moin, Styler! Boah, dieser Grafikbug! Mach's weg jetzt, Spiel! Also, Smelly Spam nicht über Reserve spielen, sondern. Okay. Zack. We've captured a drop. Yeah, got it. Orders? We're receiving replacements. Ready to find some trouble. No problem. Was spielt er? Er spielt Gunship und Gunny, glaube ich, gell? Okay. Ja, das Gunship brocken wir uns einfach mit Mass Smerlis vom Himmel, würde ich sagen. Wir haben eh so einen riesigen Ressourcenvorteil. Aber der hat es eigentlich ganz gut gemacht. Der hat das mit Melee Fight gemacht. Der hat seine Dinger gerallied, sodass er bessere Schusswege hat und so. Also muss man ihm jetzt auch mal lassen. Bisher der beste Gegner für heute. Uiuiuiui. Boah, mit diesem Grafikbug. Schau mal, man checkt halt teilweise nichts mehr ab. Mit diesen Tag- und Nachtphasen. So, jetzt hat er es aber nicht mehr gut gemacht. Jetzt verliert er den Überblick. Ich sehe schon. Oh, auf den Gunny lasern. Ah, da hat er über den Trupp verloren. Ja, moin. Aber Gunny wird trotzdem weggedrückt. Zack, gute Nacht, sagt der alte Gunny. In seiner Zeit ist sowieso schon vorbei. Ja, der macht's gut, er weiß eigentlich immer so, wann ich was schmeiß von den Granaten her und so. Aber gut. Wir sind halt einfach trotzdem krasse Boys. Der Wojcik ist ja noch lange nicht da. Was sehr schade ist. Smerlis machen wir einfach mit Uni Repair. Zack. Jetzt noch einen saftigen Sniper-Schuss und dann ist vorbei. Gute Nacht! Huh. Heimreise. Gut ist, neben den Waffensystem Minen zu legen. Das ist natürlich nicht blöd, ja, weil, genau, dann geringt, das ist nicht blöd. Dann gehen wir hier auf Gunterjagd. Zack, nächster Smerli Russ. Aber wie gesagt, bei Polaria bin ich eh nicht gut, das dürfen einfach nicht werten, wie ich da spiele. Zack, Gunny abgefangen, weil ich einfach ein geiler Typ bin. Aber, boah, das ist halt also bei meinem Spiel, da muss ich wahrscheinlich irgendwann wieder neu installieren, aber gut, ich spiele immer so viel
von diesem scheiß Iron Harvest. Dann ist jetzt mit dem Grafikbug auch zu leben irgendwie. Anti-Armor Gunners. Alarm, Alarm, Alarm. Launcher Lauch, bitte den noch. Schieß. Yes. Guter Mann. Gut, da sind wir komplett. Dann konnte Anna eigentlich auch auf die Seite gehen. Heißt Anna? Ja doch, sie heißt Anna. Zack, zack. Ja, wir haben so einen Ressourcenvorteil. Das ist gut, das ist gut. Keine Ahnung, wie sie diesen Melliskis Gunship schlagen werden, aber wenn ich genug habe, dann wird es schon. Ich darf es halt bloß nicht unnötig verlieren. Okay, brauchen doch einen Engineer. Ach, ich habe zu wenig Eisen. Habe ich wieder verschwenderisch gespielt. Habe ich wieder verschwenderisch gespielt. Sollen wir jetzt noch einsammeln? Ja, sammeln wir noch ein paar Punkte schon mal vorsprungmäßig ein. Aber. Braucht kein Mensch mehr dieses Waffensystem hier. Ich spare mal kurz die Ressourcen hier. Zack, zack, dann habe ich lieber die auf Volldampf. Ach, hier hat sich die Anti-Armors wahrscheinlich von der Mitte geholt, das macht natürlich Sinn. So, jetzt haben wir wieder genügend Eisen. Oh, jetzt hat er einen bösen Gundi. Ah, jetzt weiß halt schon, dass ich vier Schmerlis hab. Was ich nicht ganz. Er macht sogar einen Scout mit seinen Wölfen. Also der Typ ist nicht so schlecht. Ich wiederhole. Der Typ ist nicht so schlecht, aber er darf nicht in vier Schmerlis direkt in Combat reinlaufen. Wollt sich auf Angriff erst einmal stellen? Oh! Oh! Eisenhand! Ihr macht einen Eisenhand-Retreat. Ach nie. So, wir brauchen sofort unsere Engineers an der Front dann. Okay, er kümmert die Anti-Armor also trotzdem wieder davon. Wir haben auf jeden Fall schon mal Advanced Barack. Okay. Ich glaube fast. Wir machen so. Okay, okay, okay. Gut. Hier habe ich eine Anna und einen Veteran Troop. Das sollte doch funktionieren eigentlich, um hier zu kämpfen. Hier unser 5er Smerli-Ding. Die müssen jetzt bloß einmal repariert werden. Gunship ist halt schon cool auf der Map. Aber eigentlich, wir sparen und reagieren dann. Wir kontern quasi dann seine Einheiten. Kisten hast 54, ja, sonst ist so schnell vorbei, wollen wir nicht. Die Wills müssen wir nämlich mehr alles gegen seine Mechs kämpfen. Deswegen lasse ich die quasi aktuell liegen. Ich habe schon mal ein paar gesichert, dass ich schon mal einen Vorsprung habe, falls es noch irgendwie kippen sollte, das Spiel. Aber jetzt muss ich erst einmal warten. So, der ist schon halb voll. Dann können wir jetzt hier noch voll machen, dass die alle gleich sind. So.
Ich habe aber bloß ein Engineer-Druck, ne? Da brauchen wir einen zweiten, das gefällt mir sonst nicht. Just like Yannick showed me. 260, ich sehe den Schaden nicht, dass der so viel Schaden gekommen wäre jetzt, oder? Es sind zwei Anti-Armors dabei. Was ist seine Mission? Hier kommt der. Gut. Solange er jetzt quasi auch nicht irgendwie Mechs hat, brauche ich adäquat Flanke aufbauen, weil ich ja dann eh keine Rear Armor Hits mache. Also heizen wir jetzt einfach mal. Wir schauen. Wir machen halt. Oh, da machen sogar 12 Schaden mit der Anna. Krass. Boah, wieder der Wojtek mit Quite. Yo, der arme Wojtek, ja moin. Hier passen wir ein bisschen auf. Hier ist ein Sniper-Schuss mitten rein. Yes, aber keine Ahnung, wie viel Schaden gemacht habe. Zack, mobiler Einsatztrupp reißt bereits an. Schön hier Micro und zack, hier hochgehen. Engineers in Position bringen, dass wir dann reparieren können. Eigentlich können wir den Trupp verlieren. Wir haben, das ist gut, wir gehen das all in. Er muss halt mit seinen Eisenhands auf den Melee-Fight hernehmen. Das wäre wesentlich besser. Ich will eigentlich den Trupp hier verlieren und es wird nicht passieren. Dann schickt man seine Basis. So, Engineers anrücken zum Reparieren. Können wir nicht einen Doppelrepariererich machen? Er hat auch schon Öl ausgebaut, frech. My man's got mechs for days. My man's got mechs for days. Wojtek wieder anfordern, dann konnte Anna da ein bisschen Action machen hier so. Jetzt repariert es mal alles durch. Zack. Wir haben guten Abend, TLK. Moinsen, moinsen, guten Abend. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. So, wir haben alles ausgehabt, wir können dann quasi reagieren, je nachdem was er baut oder auf was er gehen will. I don't even have a workshop, lol. Er will aber auch irgendwie. Er hat doch eh schon Advanced Baracken, dann kann er seine Reserve jetzt. Ah, Nahkampf mit einem zerstörbaren Objekt wie so einem LKW, da hätten wir schon mal einen über irgendwo wahrscheinlich. Das ist natürlich auch ein guter Vorschlag, lieber Styler. So, unsere Engines wieder schön zurückziehen, dass wir dann immer gleich reparieren können. Keine Ahnung, was er für die Reserve 2 hat. Gunship oder Brunhilde war es. Gunship war es, haben wir ja gesagt. Erste Chat-Nachricht des Zuschauers, Crazy Horse, Crazy Animal, moin moin, yes! Sind Sie neu bei Iron Harvest? Ich kenne Ihren Namen nicht. Sag mal, wir haben ja einen Smiley verloren. Leute, es scheint, als hätten wir irgendwo mal im Eifel... Already playing well, you micro your units, use
Retreat. We shouldn't flag it, we're so close to winning. I'm listening. Die Ölpumpe gibt aber alle, also wie gesagt, ich hab so einen Grafik-Bug, dass manche Ölpumpen einfach eskalieren, die werfen so einen riesen Schatten über die Karte. Die hier zum Beispiel auch, komplette Eskalation angesagt und teilweise nervt es halt massiv. Aber ja, sie gibt alles. Ja, ganz neu haben wir das Spiel gekauft, weil ich es bei dir gesehen habe. Ah, cool, nice. Es war jetzt glaube ich eh relativ billig im Sale, glaube ich mal, oder? Für 12 Euro oder so. Ja gut, dann beenden wir es weiter. Passiert jetzt auch nicht mehr allzu viel. Wir können schon mal Gunship anfordern. Nur mehr Gunship anfordern. Dann spielen wir lieber danach noch eine Runde mit dem Hawkey, falls er Zeit hat. Ja gut, der macht eh schon nichts mehr. Dann können wir eigentlich jetzt einfach versuchen, es zu beenden. Aber die kriegen schon richtig hart aufs Maul von diesen Anti-Armor-Gunners, die es mehr liest. Ja, muss Gunship hier halten gleich. Oh, ich hab auch schon Gunship. Alarm, wir ziehen uns ein bisschen zurück. Er hat auch schon Gunship. Alarm, Alarm, Alarm. Dann... Aber unsere Gunships kommen auch schon, bekannten. Nur Skybikes. Komm, wir machen voll Bodenschaden. Das Gunship hat eine abnormale Range, das wissen wir ja. Ihr heilt euch mal kurz hoch. Na gut, jetzt mal kommen. Jetzt machen wir an allen Stellen Attacke. Das Multitasking vom Feinsten. Zack, zack, zack. Der arme Voici wird wieder komplett zermörtelt. Der arme Bär, hey, was ihr einfach hat. Der richtiger Bärenhasser. Die legen wir uns auf die 3, die Gunships. So, da rollt schon die Luftflotte an. Zack, zack, hier noch das dritte Gunny. Der wird dann einfach komplett, also wenn drei Gunships auf erschießen, das wird böse, Leute. So, jetzt schauen wir mal, was so Smerlis gegen Gunships anrichten. Wir können keine kritischen Treffer, ja okay, gut, Smerli, vier Smerlis ist, gut, der war schon Veterancy Rank. Aber er macht natürlich auch Schaden, weil ich so eng beieinander stehe mit dem Flächenschaden, wo so ein Gunship macht, könnte auch mir unangenehm werden. Ja, schaut, dass es keine kritischen Treffer gegen Lufteinheiten gibt. Da macht eigentlich die Rückwärtstaste bei Lufteinheiten bloß aus. Da haben wir wieder zugeschlagen mit unseren schnellen Läufern. So, wenn jetzt gleich mehrere Gunships da sind. Wird richtig reingemörtelt. Geht richtig reingedönert, wird jetzt da gleich. So, jetzt machen wir mal. We've lost the squad. All sandbags. Why are you ready for a mission? Got a group of enemies here. Polarian gunship here. Ready for a mission. So, wir müssen mal drei draufschießen. Ja, moin! Das hat ein bisschen Aua gemacht. Boah, drei Gunships. Da kommt Schaden rum. Da kommt Jaden rum. Sorry, was ist da oben eigentlich passiert? Wieso habe ich dieses Ding nicht bekommen? Sind die gestorben? Ja, so, nicht mehr mitbekommen. Perfekt. Aufmerksam, ich denn je. Mehr denn je. Na, mehr denn je. Ach, keine Ahnung. Ja, wieder raus. Found it. Perfekt. Hello. Neko Knie Caps. Hello, hello, hello. I'm the German Kaiser, you know. So. Dann einmal drüber hier. Yes!
Der ist ein Ad. Okay, okay. Gut, auch schon egal. Hier kommt's nächste Gunship. Zack.